In einer weit, weit entfernten Galaxie machen wir nun große Schritte auf Weihnachten zu. Das 7. Türchen unseres Lego Star Wars Adventskalender will geöffnet werden. Heute haben wir den beweglichen Kommandoposten. Der wurde von der Republik während der Klonkriege eingesetzt. Auf dem Planeten Geonosis wurden solche Einheiten zum Beispiel verwendet, um während der Schlacht weiter voranzurücken und immer an der Front mit dabei sein zu können. Den Kommandoposten haben wir ja quasi schon mal in etwas größer bekommen in einem Lego-Set oder eher gesagt in einem Lego-Battle-Pack, wo wir auch die passenden Klonsoldaten dazu hatten. Und ja, ich würde mal sagen, der 212. Trooper freut sich auf jeden Fall über so ein Gefährt. Ich freue mich auf das morgige Türchen und wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag.